Herr Höfer, warum sollte man gerade Sie wählen? Ja, weil ich und auch meine Partei gute Ideen und Lösungen für die wirklich drängenden Probleme in unserem Land haben. Fängt an bei der Klimakrise, für die wir Lösungen haben, wo nicht der Einzelne an der Tankstelle den Klimaschutz bezahlt, sondern die, die auch die größten Verursacher sind. Und das sind hauptsächlich, also in den letzten 30 Jahren haben 100 Unternehmen für 70% des CO2-Ausstoßes gesorgt. Sie haben geschrieben, Sie wollen nicht durch Maximalforderungen mögliche Verbündete vergraulen. Jetzt mal konkret gefragt, mit welchen könnten Sie sich eine Koalition vorstellen und mit welchen Parteien nicht? Also die einzigen Parteien, mit denen wir uns eine Koalition vorstellen können, sind SPD und Grüne, weil das die einzigen sind, die zumindest in die gleiche Richtung denken. Mit den Parteien, mit denen wir uns keine vorstellen können, sind CDU, FDP und AfD, weil die einfach eine neoliberale Ideologie verfolgen, die wir nicht teilen. Die Linken gelten bei vielen nicht mehr als das soziale Gewissen des Landes. Wie sollten die Linken, wie wollen Sie das ändern? Wir sind aber tatsächlich immer noch das soziale Gewissen der meisten Menschen, und zwar derer, die sehr hart arbeiten, dafür, dass sie wenigstens ein bisschen Teilhabe haben können. Und wenn man sich unser Wahlprogramm anguckt, geht es auch größtenteils um die sozialen Belange in Fragen des Klimawandels, Fragen der Geldpolitik, Fragen der Wirtschaftspolitik.